Ja, liebe Frau Goldmann-Posch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich jetzt in die Fußballterminologie greife, würde ich sagen, ich bin ja diejenige Referentin, die hier nicht eine, sondern gleich mehrere Steilvorlagen bekommen hat, nämlich den Kommentar von Herrn Kollegen Janni bezüglich der Sinnhaftigkeit von Chemosensitivitätstests im gestrigen Vortrag, wo es mich im Nebenhörsaal dann verständlicherweise gerissen hat, dann aber eben auch die Diskussion mit Herrn Kollegen Schütz. Und eigentlich halte ich mich für höflich, aber hier würde ich fast so weit gehen, ganz unhöflich, mich zu einer entsprechenden Pro- und Kontradiskussion im nächsten Jahr bereits jetzt selber einladen zu wollen. Ja, Mamazone bin ich seit vielen Jahren verbunden. Ich habe der entsprechenden Veröffentlichung im letzten Jahr mit Interesse den Artikel Gießkannenprinzip AD, personalisierte Medizin zwischen One Size Fits All und Maßnahmen und Maßanfertigung entnommen und darf Ihnen daraus ganz kurz vorlesen. Die Krux ist, und zwar für Sie als Patientinnen, für Sie als besorgte Angehörige, aber auch für uns als Ärztinnen und Ärzte. Eine große Gruppe von Frauen bräuchte gar keine Chemotherapie, um zu gesunden. Ein Teil der Patientinnen wiederum erleidet trotz Therapie einen Rückfall, weil sie offensichtlich nicht die richtigen Wirkstoffe erhielten. Genau hier stehen wir. Die wissenschaftliche Diskussion ist extrem wichtig. Sie muss seriös geführt werden. Aber Sie wollen wissen, was von denjenigen Neuentwicklungen, die an der Schwelle zur Klinik stehen, ist für mich unter Umständen bereits jetzt interessant. Daher möchte ich zunächst einmal auch hier, gestern haben wir immer gehört, Einheitsbrei in Bezug auf Therapien. Einheitsbrei gibt es auch in Bezug auf den Umgang mit den zur Verfügung stehenden Therapiesystementscheidungstests. Wir haben hier einmal die Situation, braucht eine Patientin die Chemotherapie, ja oder nein? Hier sind viele der verfügbaren Tests im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt werden. Ich darf nur herausgreifen, wir haben gesprochen über Agendia, Mamaprint, wir haben gesprochen über Oncotype DX, über Endopredikt. Wichtige Entscheidung, braucht die betroffene Frau die Chemotherapie, ja oder nein? Wenn an dieser Stelle die Entscheidung ja lautet, ist die Frage, welche Chemotherapie braucht sie dann? Also das große Block der Chemosensitivitätstest, die zentrale Frage, die ich jetzt im Mittelpunkt meines Vortrages habe. Wenn die Patientin eine Chemotherapie braucht, schließt sich dann die Frage an, wie verträglich sind die jeweiligen Medikamente bzw. die Kombination der Medikamente. Auch hier gibt es Testverfahren, die einer Beantwortung helfen, eine Antwort zu finden. Bei ihrer Veranstaltung ist die Firma Humatrix mit entsprechenden Tests vertreten. Ich möchte es jetzt nur mal die Situation, in der wir uns befinden, an einem Beispiel herausheben. Wir haben die HER2-neu-negative Patientin in der Rezidivsituation. Dann ist nicht klar, und zwar von der klinischen Rationale her nicht klar, wie behandle ich diese Patientin denn in Anführungsstrichen richtig, sondern ich muss abklären, gab es eine Anthracyclin-Vorbehandlung, in Abhängigkeit davon geht die Entscheidungsfindung weiter, gab es eine Taxan-Vorbehandlung, wenn ja, liegt diese ein Jahr zurück oder liegt sie je länger zurück? Und Sie sehen das, was hier unten übrig bleibt, nämlich immer noch eine ganze Reihe von Therapieoptionen, die dann in Betracht zu ziehen sind. Und derjenige, der sagt, ich habe hier eine Rationale, um hier für den individuellen Menschen die richtige Entscheidung zu treffen, sollte sich nochmal prüfen, ob diese Aussage wirklich zutrifft oder ob wir hier nicht auch im Bereich des Erfahrungswissens, nämlich der jeweiligen ärztlichen klinischen Erfahrung sind.
Sie haben sehr viele Studien vorgestellt bekommen. Was ist denn eigentlich die Kernaussage dieser Studien? Je nachdem, welche Therapien und in Mono- oder Kombinationstherapie in den Studien verglichen werden, gut aufgelegten Studien mit größeren oder kleineren Fallzahlen, sehen wir eine gewisse Bandbreite im Erreichen der sogenannten PCR, also der dann kompletten, als komplett beschriebenen Remission im histopathologischen Befund. Dieser liegt grundsätzlich oder zusammenfassend in einer Größenordnung von 20-30%. Da stehen wir mit den Therapeutika, die wir zur Verfügung haben. Was sagen uns diese Studien zusammengefasst? Natürlich ist es berechtigt, unterschiedliche Therapieoptionen in Betracht zu ziehen. Wir sehen, die Therapien sind bezogen auf die Patientinnengruppen vergleichbar in ihrer Wirksamkeit. Was wir aber, Entschuldigung, da bin ich eins vorgerutscht, nicht wissen, ist, welches Medikament oder welche Medikamentenfunktion wird denn bei dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, wirken, wenn ich Sie hier so angucke. Ich kann jetzt nicht durchzählen, aber wenn wir hier 100 Patientinnen im Saal haben, können wir sagen, auf die Therapie A, B und C werden 20-30% ansprechen. Aber ob Sie, Sie oder Sie das sind, das können wir eben derzeit nicht vorhersagen. Das ist aber die Frage, die Sie betrifft. Gibt es also eine Möglichkeit, das Ansprechen der Chemotherapie vorherzusagen? Wir haben einen Test entwickelt, der genau hier ansetzt, der sogenannte Spherotest, dessen Besonderheit es ist, die Tumorbiologie des individuellen Patiententumors in vitro, also im Reagenzglas, nachzuahmen. Dieser Test kann sowohl chemotherapeutische Agenzien als auch hormonelle Medikamente und die ganze Gruppe der molekularen Therapeutika, also Antikörper und Small Molecules, analysieren. Man kann individuelle Therapieresistenzen analysieren und auch bestimmte therapiebedingte Nebenwirkungen. Wie läuft ein solcher Test ab? Die Patientin derzeit würde unser Labor mit der entsprechenden Analyse beauftragen und dann muss, und das ist das Wichtige, es ist eine Untersuchung, die ausschließlich an Frischgewebe durchgeführt werden kann. Ich werde Ihnen gleich auch erklären, warum das so ist. Bitte mal die Frage an die Technik, ob es sein kann, dass hier eine Voreinstellung eingegeben ist. Dann würde ich bitten, die rauszunehmen. Also das durch Biopsie oder Resektion gewonnene Gewebe muss in einer speziellen Nährlösung an unser Zentrallabor eingesandt werden. Dann Dankeschön, jetzt sind wir wieder beieinander. Werden bei uns im Labor sogenannte Mikrotumore oder Spheroide, daher auch der Name des Tests, gezüchtet und dann die entsprechenden Therapeutika auf ihre Wirksamkeit überprüft. Eine Woche später können wir dann in die Klinik zu Ihnen, zu unseren Kollegen, ärztlichen Kollegen, den Befund zurückspielen. Jetzt möchte ich Ihnen das Verfahren vorstellen. Also wichtig, immer im Kopf haben, diese Untersuchung kann nur an Frischgewebe durchgeführt werden, weil sie eben die nativen, die vitalen Zellen untersucht. Durch eine entsprechende, und das zeigt Ihnen auch den Neuheitsgrad, patentierte, von uns aus unserer akademischen Arbeit heraus entwickelte, patentgeschützte Art und Weise, wie wir diese Zellen dann im Reagenzglas behandeln, generieren wir sogenannte Spheroide, Mikrotumore. Deren Besonderheit ist, dass wir tatsächlich wieder gewebeähnliche Strukturen untersuchen und diese werden dann mit den
Betracht zu ziehenden Medikamenten behandelt. Warum spreche ich hier so kryptisch von den in Betracht zu ziehenden Medikamenten? Weil natürlich vorher mit Ihnen gesprochen wird und es wird mit Ihren Ärzten gesprochen, weil es ja nur sinnvoll ist, diejenigen Therapeutika einzusetzen, die auch tatsächlich in der Klinik gegeben werden können. Vielleicht hat jemand eine Einschränkung der Nierenfunktion, die bestimmte Therapeutika in der Klinik gar nicht zur Anwendung bringen lässt. Das wäre natürlich nicht sinnvoll, die zu testen. Es wäre auch nicht sinnvoll, mit einem Standardpanel zu arbeiten, das dann einen beispielsweise neuen Antikörper nicht mit berücksichtigt, der bei Ihnen zum Einsatz kommen soll. Für dieses ganze Verfahren brauchen wir 7 bis 9 Tage, also eine Zeitachse, die auch in dem klinischen Entscheidungsprozess, in dem es dann zur Entscheidung über die tatsächlich durchgeführte Systemtherapie kommt, relevant ist. Was spielen wir in die Klinik zurück? Den Befundbogen, den ich Ihnen gleich zeigen werde. Das ist der Kernprozess, das ist der Sferotest. Sie sehen hier oben, das ist der obligate Ablauf. Sie sehen hier oben in der helleren Farbe, wir können mehr. Wir führen auch sehr viele grundlagenbezogene Untersuchungen an diesen Mikrotumoren durch. Wir haben beispielsweise ein Projekt im Rahmen des Münchner M4-Spitzenclusters Personalisierte Medizin. Da könnte ich Sie jetzt mit einigen Signaltransduktionskaskaden auch zutexten. Das will ich nicht. Da können wir uns gerne nachher draußen unterhalten, wenn es da Fragen gibt. Wenn sich hier interessante Ergebnisse ergeben, dann würden wir die auch in diese Testung einbeziehen. Aber dieser Arm wird überhaupt nur dann zur Anwendung kommen, wenn eine ausreichende Gewebemenge zur Verfügung steht. Hier geht es darum, das Ergebnis zu erarbeiten, das zurück in die Klinik gespielt wird. Wie sieht das aus? Hier ein anonymisierter Bogen einer tatsächlich im Mai diesen Jahres durchgeführten Testung, ganz platt, ohne Ihnen jetzt das Analyseverfahren genau zu erklären. Es werden die unterschiedlichen Therapieoptionen eingesetzt und Sie sehen hier, je höher der Balken ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor dieser Patientin auch auf diese Medikamentenkombination anspricht. Das ist also das, was dann zurückgeht in die Klinik. Gestern hat Herr Janni gesagt, und vor einem Jahr hätte ich das vielleicht auch noch so mit unterschrieben oder vor 2 bis 3 Jahren, diese ganzen Tests bringen doch nichts. Und gerade die engagierten Kollegen haben diese Einschätzung verinnerlicht. Warum ist das so? Weil sie vielleicht selber an solchen Testverfahren gearbeitet haben, weil sie zurückgehend bis in die frühen 70er Jahre immer wieder von Testverfahren gehört haben, keiner bislang aber die geweckten Erwartungen erfüllen konnte. Ich habe jetzt hier auch auf Anbieternamen verzichtet. Einige Damen haben schon mit mir gesprochen und es hieß aber, das macht doch die Firma Sympho in Bayreuth, das macht eine Lenz in Bonn, das macht aber auch das Universitätsklinikum Leipzig oder eine Therapy Select in Heidelberg. Ja, es wird eine Vielzahl von Tests angeboten, die jetzt hier quasi in ihrem dem dahinterliegenden Auswerteverfahren sich verstecken. All diese Tests, und das gilt auch für den Test, auf den wir, den Sferotest, auf den wir gleich noch genauer eingehen, müssen sich mit folgenden Problemen auseinandersetzen. Wie ist denn Ihre tumorbiologische Wertigkeit? Wie nah sind Sie wirklich dran an dem Tumor in der Patientin? Wie hoch ist Ihre klinische Vorhersagekraft und was ist dazu nach unseren Good Clinical Practice Richtlinien bewiesen? Und dann, last but not least, die wirtschaftliche Frage, wer zahlt einen solchen Test? Jetzt möchte ich Ihnen in dieser Folie zeigen,
was denn den Sphero-Test grundsätzlich von den bisher verfügbaren Testverfahren unterscheidet. Sie sehen hier einmal so ein Reagenzröhrchen mit Zellen. Dann sehen Sie, wenn Sie jetzt mit mir gemeinsam auf den Boden der Petrischale durchs Mikroskop gucken, würden Sie ein solches Bild sehen. Die Zellen sind eventuell flach auf dem Boden des Reagenzglases. Und wenn Sie mit mir bei uns im Labor durchs Mikroskop gucken, sehen Sie etwas anderes. Sie sehen nämlich ein Spheroid, also eine dreidimensionale Formation des Tumors. Wir Menschen sind nun mal dreidimensionale Gebilde. Unsere Tumore sind dreidimensional. Sie sind in Gewebeverbänden organisiert. Und warum ist hier auch eine Histologie abgebildet? Weil die Zellen des Tumors miteinander interagieren. Diese Interaktion wichtig ist für das die Ansprechmöglichkeit von Medikamenten überhaupt. Wir haben viel gehört über die Notwendigkeit immunkompetenter Zellen in der Interaktion mit Tumorzellen. Das heißt, sie müssen auch abbilden, dass der Tumor nicht nur aus Tumorzellen, sondern auch anderen Zellen wie Bindegewebszellen oder immunkompetenten Zellen besteht. Und manchmal, ich bin ja aufgefordert worden von den Organisatorinnen, wie alle anderen Referenten hier gefälligst einen allgemeinverständlichen Vortrag abzuliefern. Ich habe mir überlegt, wie setze ich das um? Wenn Sie sich überlegen, wenn ich ein solches Gebilde habe, wie wir es hier haben, oder gar hier noch artifizieller, oder aber ich setze meine ganz besondere Zellkulturtechnologie ein und schaffe ein solches Gebilde, dann habe ich etwas grundsätzlich anderes. Ich habe wieder den Tumor, den ich imitiere, und ich habe eine ganz andere Funktion. Ich kann das rollen, ich kann das werfen. Und das ist ja wunderbar und jetzt erstmal so ein kleiner Auflockerer in der Mitte des Vortrags gewesen. Aber das ist nicht irgendeine Funktion, sondern es sind Funktionen, die genauso sind, wie sie im Tumor im Menschen sind. Das ist jetzt auch nichts, was wir uns so in den letzten Monaten mal überlegt haben, sondern da steckt eine lange wissenschaftliche Entwicklungsarbeit dahinter, als das erste Mal überhaupt so aufgenommen wurde. Da gibt es die Spheroid-Technologie und die Entwicklung des Spherotests war auch erst die allererste Wahrnehmung. Ups, da gibt es doch auch ein neues Verfahren, um Medikamente zu testen, bevor sie in die Klinik kommen. Und damals ist in der Financial Times über uns berichtet worden. Und warum bringe ich ausgerechnet diesen Artikel mit? Weil ich finde, bis heute kann man es fast nicht zutreffender beschreiben. Der Krebs ist keine Scheibe. Insofern dürfen die Systeme, mit denen ich Ihnen im Laboruntersuchung auch nicht so platt sein, sondern ich muss der komplexen Tumorbiologie und Heterogenität durch entsprechende Abbildung in dem Testverfahren Rechnung tragen. Was sind das nun für tumorbiologische Eigenschaften, die es abzubilden gilt und die im Spheroidsystem abgebildet sind? Die dreidimensionale Struktur, die ich Ihnen vorgestellt habe. Wenn wir über Mikrotumore sprechen, sprechen wir über Gebilde, die eine Größe von bis zu 2 mm haben. Sie kennen vielleicht aus Ihren histopathologischen Befunden das Grading, die Tumordifferenzierung. Tumore haben häufig eine niedrige Proliferationsrate. Sie sind heterogen, das heißt, wenn ich den Tumor an der einen Stelle schneide und dann bestimmte Färbungen durchführe, habe ich ein ganz anderes Expressionsmuster, als wenn ich eine andere Stelle, die Infiltrationsfront des Tumors, gehe. Ich habe die schon angesprochene Interaktion verschiedener Zelltypen, also Interaktion mit Stromazellen. Tumoren können migrieren und infiltrieren. Das macht sie auch so maligne, dass sie eben dann streuen können. Und ich habe die therapeutischen Resistenzmechanismen.
Sie sehen hier originäre Schnitte aus Patiententumoren und Sie sehen, dass wir entsprechende Gewebeeigenschaften in diesem System abbilden können. Natürlich überzeugt das jetzt vielleicht, wenn ich sage, ja, ich habe hier ein Testsystem entwickelt, das der Tumorbiologie im Menschen so ähnlich ist. Insofern muss ich auch eine hohe Vorhersagekraft haben, wenn ich dieses System nehme, um Therapie ansprechend vorherzusagen. Die Frage, die meine Kollegen berechtigt stellen, die aber auch wir in unserer Arbeitsgruppe uns gestellt haben, ist: Stimmt denn das wirklich? Kann ich das in der Klinik belegen? Deswegen war es uns von Anfang an auch ganz, ganz wichtig, genau diese Spielregeln von Good Clinical Practice, Validierung in Studien, bei allem Aufwand, die das bedeutet, im Auge zu haben. Und wir haben im Jahr 2010 mit einer klinischen Studie begonnen, der sogenannten Sphero-Neo-Studie. Warum heißt die so? Weil sie Spheroide in ihrer Vorhergesagekraft für die neoadjuvante Therapie untersucht hat. Eine sogenannte prospektive, multizentrische Studie, nicht interventionell. Ich erkläre Ihnen gleich, was das bedeutet. Eben zur Vorhersage des Effektes der medikamentösen Therapie in diesem System bei neoadjuvanten behandelten Brustkrebspatientinnen. Sie sehen das Ethikvotum dieser Studie und, das ist mir bei der Vorbereitung des Vortrages bewusst geworden, vielleicht was ganz Spannendes. Wo ist denn eigentlich der Startschuss für die Studie gefallen? Er ist gefallen in einer Vorstellung, da stand ich nicht vor Ihnen, sondern vor meinen Kolleginnen und Kollegen in der Projektgruppe Mammakarzinom des Tumorzentrums München und durfte die Sphero-Neo-Studie vorstellen, durfte die Werbetrommel rühren und sagen, Mensch, uns alle treibt doch diese Frage um, gibt es ein Testverfahren, das das leisten kann und so sieht das Studiendesign aus, bitte macht doch bei der Studie mit. Jetzt ist die Studie abgeschlossen und jetzt bedeutet wirklich eine extreme Aktualität. Wir haben die statistische Auswertung seit die extern validierte, seit Mittwoch dieser Woche vorliegen. Und das erste Mal eine Aussage zu der Studie wird im Rahmen einer Patientinnenveranstaltung, nämlich des Projektes Diplompatientinnen der Mammazone, hier bei Ihnen vorgestellt. Die Studienfragestellungen waren: Wie ist die Vorhersagekraft der Spheroid-Technologie für das klinische Ansprechen der individuellen Patientin auf die neoadjuvante Standardtherapie? Können Resistenzen vorhergesagt werden und können wir effiziente Medikamente einschließlich molekularer Wirkstoffe identifizieren? Das Patientinnenkollektiv der einschließbaren Patientinnen umfasst 78 Patientinnen. Jetzt, nein, ich sehe es nicht. Bei meinen Kollegen würden jetzt schon wieder die Ersten den Kopf schütteln, sagen kleines Kollektiv. Ich würde sagen, ja und? Was haben wir für Spielregeln? Die Frage ist, ist dieses Kollektiv repräsentativ? Das können wir zeigen, dass dieses Kollektiv repräsentativ ist. Und wie gesagt, wir werden Erkenntnisse nie in einer für unsere Patienten adäquaten Geschwindigkeit in die Klinik bringen. Das wurde gestern auch bereits angesprochen, wenn wir immer Kollektive von Tausenden von Patientinnen oder Patienten untersuchen wollen, sondern wir müssen uns fragen, wie stellen wir sicher, dass wir repräsentative Kollektive untersuchen. Insbesondere gilt dieses ja auch, wenn wir bei den Therapeutika sehen, dass hier bestimmte Strategien gerade für Subgruppen adäquat sind. Sie sehen, das durchschnittliche Alter unserer Patientin lag bei 49 Jahren. Die Tumorstadien waren mehrheitlich T1- und T2-Tumore.
Die Patientinnen waren überwiegend hormonrezeptorpositiv. 20,5% hatten einen HER2-positiven HER2-Neustatus und der Ki-67-Index, also der Proliferationsmarker, lag median bei 30%. Da sieht man auch schon wieder, wie schwierig solche Aussagen sind, mit einer Streubreite von 5-95%. Welche Therapien haben die Patientinnen erhalten? Hier sehen Sie das Spektrum der applizierten Therapien in der neoadjuvanten Situation. Und insgesamt in diesem Kollektiv hatten 28,2% der Patientinnen eine Komplettremission. Also auch das so ein Indikator für die Repräsentativität des Kollektives, liegt damit in der Größenordnung der erreichten Komplettremissionsrate von Studien mit dem Einschluss von Hunderten oder Tausenden Patientinnen. Ich möchte Ihnen jetzt aber gerne den Studienablauf nahebringen. Sie haben vorhin den grundsätzlichen Ablauf der Testung gesehen. Wie war das jetzt in der Studie? Ausgangssituation aus der Stanze wurde uns entsprechendes Frischgewebe im Labor zur Verfügung gestellt und wir haben diese Mikrotumore gezüchtet. Was Sie hier gegenübergestellt sehen, ist quasi die Zeitachse des Ablaufes im Labor und die Zeitachse des Ablaufes in der Klinik. Parallel dazu erfolgte dann in der Klinik natürlich die Erstellung des histopathologischen Befundes, die Diskussion im Tumorboard, die Besprechung mit der Patientin, welche neoadjuvante Therapie wird hier bei der betroffenen Frau gegeben. Und diese Information aus dem Tumorboard haben auch wir bekommen und haben dann gesagt, diese Medikamente testen wir in hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und legen uns zu diesem Zeitpunkt fest, wird die Patientin auf die Therapie ansprechen, ja oder nein. Die Patientin hat dann die entsprechende Therapie bekommen. Vielleicht sind Frauen, Betroffene anwesend, die eine neoadjuvante Therapie erhalten haben, dann hat sich im Anschluss an die neoadjuvante Therapie die Operation angeschlossen und es wurde erneut ein histopathologischer Befund erhoben, der ja eine Aussage darüber getroffen hat, wie war jetzt im Chemosensitivitätstest in vivo, wie war das Ansprechen in der Patientin. Sind alle Tumorzellen abgetötet worden? Ist der Tumor weiter gewachsen oder ist nur ein bestimmter Anteil abgetötet? Und das ist die Kernfrage der Studie. Was hat die Klinik ergeben? Hat die Patientin auf die Therapie, die hier festgelegt wurde, reagiert? Ja oder nein? Und wie gut waren wir in der Vorhersage, ob die Therapie ansprechen wird oder nicht. Der erste Schritt, wie gut ist der Test wirklich? Sie sehen hier diejenigen, das geht nie ohne Unterstützung, diejenigen Zentren, die uns bei der Rekrutierung für die Studie unterstützt haben. Prinzipiell sind es Zentren aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands und wir arbeiten im Rahmen anderer Fragestellungen im Prinzip mit Kliniken überall in Deutschland auch zusammen. Die biostatistische Auswertung, die jetzt eben diese Woche fertig geworden ist, wurde durchgeführt im Institut für Informationsverarbeitung, Biometrie und Statistik der LMU München, also ein anerkanntes Statistikinstitut unter Leitung von Herrn Professor Mansmann.
Und die Ergebnisse habe ich Ihnen nicht auf Folien mitgebracht. Ich werde Ihnen auch gleich erzählen, warum. Auf Folien, die im Vortrag sind, weil wir natürlich hier sicherstellen müssen, dass wir einer hochrangigen Veröffentlichung in einem sogenannten Peer-Reviewed Journal nicht vorgreifen. Aber die Ergebnisse beinhalten eine Sensitivität von 90% des Testverfahrens. Das heißt, wir können mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, ob die Patientin die richtige Therapie erhält. Und für Fragen bin ich Ihnen mit den Folien gerne auch draußen zur Verfügung. Es wird fotografiert und wir möchten und müssen auch verhindern, richtig, dass fotografiert wird, dass es nichts, was nicht belastbar ist, was hier gesagt wird. Aber wir müssen natürlich sicherstellen, dass dann nicht beispielsweise das Journal of Clinical Oncology sagt, ja, das publizieren wir doch nicht mehr, das ist doch in Augsburg schon vorgestellt worden. Das vielleicht zur Erläuterung an der Stelle. Aber auch die ROC-Kurve, die das belegt, habe ich dabei und kann sie Ihnen gerne zeigen. Insofern möchte ich jetzt, wir haben Tumorbiologie dargestellt, ich habe dargestellt, dass es jetzt einen Test gibt, für den es eine Studie gibt, die die klinische Vorhersagekraft belegt. Jetzt möchte ich noch auf den dritten Punkt, den ich auf der Folie, vorhergehenden Folie hatte, kommen, nämlich den wirtschaftlichen Aspekt. Wer bezahlt das denn? Sie sehen hier die Kosten neuer Therapeutika. Da lege ich mich auch nicht auf den Euro fest. Je nachdem, wer solche Zahlen erhebt, werden Sie die auch in anderer Größenordnung sehen. Aber die Größenordnung vom Prinzip her stimmt. Sie sehen, welche Lebensverlängerung in Studien wiederum im Mittelwert erreicht wird. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt hier eine durchschnittliche Lebensverlängerung von 1,7 Monaten habe, dass es dann Patienten gibt, die von der Therapie überhaupt nicht profitieren, aber auch Patienten, die 3 oder 4 Monate länger leben und so weiter. Aber diese neuen Therapeutika sind extrem teuer. Das heißt, wir müssen doch auch unter gesundheitsökonomischen Aspekten daran arbeiten, denjenigen Patienten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf diese Therapeutika ansprechen, diese Therapeutika auch weiterhin bezahlen zu können und umgekehrt denjenigen, bei denen die Ansprechwahrscheinlichkeit gering oder null ist, eine solche Therapie nicht mehr zuzumuten. Nur mal diese Größenordnung, mehrere Zehntausende Euro bis über 100.000 Euro Therapiekosten im Jahr. Das vorgestellte Testverfahren kostet durchschnittlich 3.200 Euro, bewegt sich damit in der Größenordnung vieler Testverfahren, über die Sie gehört haben. Und ich glaube, da muss immer wieder auch unsere gemeinsame Frage an die Krankenkassen sein. Überlegt euch doch mal, ob ihr nicht von diesem dogmatischen Nein gegenüber den neuen Therapieentscheidungstests abweichen wollt. Das Verfahren ist aufgrund seiner Neuartigkeit natürlich noch nicht im Regelleistungskatalog der Krankenkassen. Es muss also immer ein Antrag auf Einzelfallentscheidung erfolgen, dessen Vorhersage auch offen ist. Wie werden wir jetzt weitermachen, um einerseits unseren Test noch stärker zu validieren und andererseits dann auch eine Kostenerstattung zu erreichen? Natürlich, das hatte ich etwas ausführlicher dargestellt, müssen jetzt die Studiendaten in einem anerkannten Peer-Reviewed Journal veröffentlicht werden. Dann werden wir damit, und das erste Schritt ist heute getan, mit Patientinnenorganisationen und natürlich unseren Fachgesellschaften. Herr von Minkwitz beispielsweise ist im Beirat unserer Spherotech, zusammenarbeiten und das dort publik machen. Wir treten in die direkte Diskussion mit den Krankenkassen. Da ist das Gespräch ja immer schon da, wenn ein solcher Einzelfallantrag gestellt wird. Und im nächsten Schritt wird es eine
Interventionsstudie geben, deren Konzept sein wird, dann eine Gruppe von Patientinnen gemäß der nach klinischem Konsens festgelegten Therapie und mit ihr besprochenen Therapie zu behandeln und die andere Gruppe der Patientin aufgrund des im Sphero-Test identifizierten voraussichtlich bestwirksamen Therapie. Für Sie vielleicht auch noch die Information, hier habe ich selbstverständlich auf den Brustkrebs fokussiert. Wir haben auch viel Erfahrung mit anderen Indikationen bei soliden Tumoren. Das sind insbesondere das Ovarialkarzinom und gastrointestinale Tumore. Hier gibt es aber noch keine Studiendaten. Die nächsten Studiendaten werden in 2014 zum Ovarialkarzinom kommen. Ich darf meinen Vortrag wie folgt zusammenfassen. Der Test identifiziert im Labor für die individuelle Patientin die wirksamste Chemotherapie. Die Vorhersagekraft, die Validität des Tests ist in einer prospektiven Studie gezeigt, die derzeit noch nicht veröffentlicht ist. Weitere Informationen finden Sie unter der hier angegebenen Website, wenn Sie das bitte nochmal aufmachen. Und ganz, ganz wichtig für Sie selber, aber Sie alle sind Multiplikatorinnen, für Ihr Gespräch mit anderen Betroffenen, gegebenenfalls vor geplanter OP oder Biopsie Kontakt mit uns aufnehmen, damit die Logistik, die aber unser Problem ist und die immer gelöst werden kann, dann für Sie gegebenenfalls rechtzeitig gelöst werden kann. Ich bedanke mich ganz herzlich und freue mich auf Ihre Fragen.